Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni. Ja, wir sind gerade frisch raus aus der Mutti. Gott, egal wie oft ich das sage und egal in welchem Zusammenhang, es hört sich einfach verkehrt an. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Kuckili-Kuck machen. Oh, automatisches Kuckili-Kuck. Dann nehmen wir das. Look at Mr. Drippy. Come on, don't go getting all soppy on me. Wait, I thought I told you to... Hihi, er scheint doch eine liebevolle Seite zu haben. Familie ist normal Familie. Tröpfchen, das ist der Ort, an dem du zu Hause bist. Sollen wir gehen? Vielleicht sollten wir das, ja. Immerhin gehört er hierher. Ja, stimmt. Oh, Olli ist ganz traurig. Und wie zum Geier habe ich diese Truhe die ganze Zeit übersehen. Fischburger. Lecker Fisch. So, wir gehen nochmal hier bei unserem Kunden hin. 780. Den könnte ich dreimal gebrauchen. Schwächer. Trotzdem verkehrt wäre es eigentlich nicht. Davon haben wir bereits eine. Na komm, wir kaufen ein. Ja, ja, ich möchte ausrüsten. Ach du Scheiße. Ich muss definitiv ein bisschen. Ne? 95. Ja, wir tunen weiter hier unseren. Unseren Dings auf. Davon haben wir jetzt zu wenig Para. Wir haben für alles zu wenig Para. Ansonsten scheinen wir alles soweit zu haben. Das ist schon mal ganz gut. Was machen wir denn dann jetzt? Außer natürlich Speicher. So, wir doofdeuteln uns hier jetzt erstmal. So, der Fameforce, da sehen wir ganz groß die Mama im Hintergrund. Hier haben wir wieder ein wenig Glitzer. Nehmen wir natürlich auch wieder direkt mit. Bleibst du hier. Den Kampf nehmen wir natürlich auch liebreizend mit. Mal gucken, vielleicht können wir uns noch mal ein oder zwei Peinräder fangen. So, ab geht's mit der neuen Klinge. Die nicht wirklich was bringt. So, Klingenwirbel und gib ihm richtig. Wir bezirzen. Und ein weiteres Peinrad wird hier. Für den Fall, dass wir uns mal was zu viel zähmen, ist das auch kein Problem. Dann kann man das auch einfach so wieder freilassen. Aber ich meine, Peinräder würden wir noch brauchen. Deswegen passt das gerade ganz gut, dass wir jetzt noch eins gefunden haben. Natürlich behalten wir das Peinrad. Wir nennen das Ganze Unrat. Ja, ich möchte es Unrat nennen. Dö-dö-düm. Captain Simbad. Oliver, dem Himmel sei Dank. Ich hoffe, dass du wenigstens einen passablen Unterschlupf für die Nacht gefunden hast. Aber ja doch, wir haben jede Menge leckeres Essen bekommen. Das ist so ein kleines Dorf. Da ist so ein kleines Dorf auf der Insel. Ein Dorf und Essen. Freut mich, das zu hören. Und es freut mich, dir mitteilen zu können, dass meine Männer die Reparaturen abgeschlossen haben. Das Schiff ist bereit, in See zu stechen, wann immer du willst. Soll ich den Befehl geben, den Anker zu lichten? Jawohl. Ja, bitte. Du scheinst Sorgen zu haben. Hast du etwas im Wald zurückgelassen? Nein, nein, wir können aufbrechen. Wunderbar, dann segeln wir los. Wir haben dir das Richtige getan, oder? Natürlich, Familie ist das Wichtigste im Leben, das wissen wir alle.
Und er ist kein kleines Kind. Vielleicht ist es an der Zeit, dass er mal sesshaft wird. Und wir sind ja auch noch da, Oliver. Wir drei schaffen das, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, wird schon passen. Da habt ihr sicher recht. Hey! Habt ihr das gehört? Was? Hat der einen Affenzahn drauf? Er ist wie der Flash, er kann über Wasser laufen. Mr. Drippy! Are you forgetting someone? Just like a Ninja! Puh, ich bin total fertig, Mann. Wolltet ihr etwa ohne mich abhauen oder was? Aber Tröpfchen, wir dachten, dass du im Feenhaus bleiben willst. Wer hat denn das gesagt, Mann? Um wann genau? Ich will Namen, Datum, Uhrzeit! Wir dachten eben, alle deine Freunde sind auch dort. Natürlich sind die das, Mann. Und ich mag sie auch alle sogar sehr. Sogar die Doofen. Aber wir beide sind schon ein Team, seit du noch ein kleiner Knirps warst und ich nur eine Puppe, oder Olli? Ich bin mit dir durch dick und dünn, Mann. Erinnerst du dich noch dran, was du gesagt hast? Ich bin dein Freund, hast du gesagt. Ihr seid alle meine Freunde, meine Gefährten, meine Brüder und Schwestern, meine Familie. Ich glaube, mir kommt's gleich hoch. Klappe zu, was ich sagen will, ihr Leute, seid mit mir geschlagen, ob ihr wollt oder nicht, also gewöhnt euch dran, okay? Jawohl, Tröpfchen. Wir wollten doch nur nett sein, nachdem wir gehört haben, dass du gestern zu deinen Freunden gesagt hast. Oh, das also, alles meine Schuld jetzt. Jetzt verstehe ich, ihr glaubt wohl, dass ich nichts beisteuere, oder? Na fein, ich werde aber jetzt einen kleinen Trick benutzen, da werdet ihr Bauklötze stauben. Tröpfchen hat's endlich auf die Reihe gekriegt und kann jetzt die Tränenschleierfähigkeit verwenden, okay? Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Na egal, es sieht so aus, als ob der ganze Haufen jetzt beisammen ist. Sollen wir endlich weiterziehen? Genau das. Ab nach Schweinfurt und zum großen Weisen. Herbstlande, wir kommen. Auf geht's. So, bevor wir aber jetzt zu den Herbstlanden... Ja, ist gut. Die dreiste Unverfrorenheit des Herzens der Tränenfee hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Auch gut. Ja, ja, eine neue fantastische Geschichte. The Eye of the Storm. Until now, the use of this most ancient of magics was the sole privilege of the overseers of this world. Was it too much for you, perhaps? We granted you this privilege that you might finally dispose of the prophesied one. My apologies, Your Radiance. But the boy... He has a unique power. Perhaps. Or perhaps you simply lack the power to stop him. Perhaps. Apis. Forgive me, Your Radiance. Majesty, the boy is clearly protected by the most potent of magics. Could it be... The sage, Alicia. I had wondered, Your Radiance. She who was foolish enough to stand against you. You think she troubles us even now, in the present? The power that protects him would suggest so. But he will need more than the sage's aid to save the world. He cannot succeed without the weapon of the ancients, the wand wrought by the Wizard King. Mornstar. Indeed. But we have no cause to fear its power. He will not find it. I have made that impossible. Making a wand disappear is the simplest of parlor tricks, after all. You mean to say you have rid us of Mornstar? I have. The most enduring symbol of the Wizard King's rule now drifts free of time and space. Mornstar. Fashioned in the image of our own council's wands and bestowed upon humanity. Yet now, a mere hindrance. You are certain the boy cannot possess it? Not now. Nor for all eternity. Mornstar.
Ja, eine sehr aufschlussreiche Szene wieder. So, wir sind hier unten gelandet. Bevor wir jetzt aber dem Sternchen hinterherjagen. Auf dem Meer fürchten sie uns alle. Sehr gut. Nee, da wollte ich ja gar nicht hin. Ich will hier so lang. Einmal drumrum. Denn... Warum sollen wir weiter jetzt weitermachen mit der Hauptquest? Wir hatten ja gut trainiert. Wahrscheinlich können wir jetzt nämlich die Nebenquests auch ganz brauchbar zu Ende bringen. Und da haben wir ja noch ein paar. Zum Beispiel haben wir ja noch die Qualle, die ja weggespült wurde. Die ist auch hier auf einer dieser Inseln anzutreffen. Und wie man sieht, die Monster haben alle Angst vor uns. Da ist ein Kopfgeldmonster im Übrigen. Sieht man daran, dass es einfach anders aussieht als alle anderen. Natürlich. Ich glaube, da vorne ist Fifi die Krabbe, oder wie sie auch immer heißt. So, dann machen wir uns mal auf hier auf die Inseln. Und gucken mal, was wir hier reißen können. So. So, da sieht man schon, dass hier rechts auf der Insel irgendwas ist. Da ist ein Monster, das wir einsacken können. Und da hinten ist die Fifi-Krabbe. Hier laufen wieder Entwicklungsviecher rum. Wir kümmern uns erstmal um Fifi die Krabbe. Ich nenne mittlerweile alle Krabben Fifi im Übrigen. Es liegt so ein bisschen an Tomb Raider. Also an dem Reboot von, keine Ahnung, 2014. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist zu lange her. Auf jeden Fall musste man da eine Krabbe töten und das war Fifi die Krabbe. So. Hier müssen wir mal eben Natur nehmen. Ah, das süße Leben. Futter im Überfluss, sanftwappende Wellen. Es ist ein Krabbenparadies. Klar, dass ich hier angespült wurde, habe ich das andere. Als ich hier angespült wurde, habe ich das anders gesehen. Ich war überzeugt, dass hier ist so viel entspannter als in Laguna. Ich habe meine harte Schale abgestreift und will da nie wieder rein. Du hast also mal in Laguna gewohnt? Warst du zufällig mit einer anderen blauen Krabbe befreundet, die da wohnt? Was? Kneif mich, ich glaube, ich träume. Kannst du mich wirklich verstehen? Wie kommt es, dass du meinen Freund kennst, der in Laguna wohnt? Dein Freund hat uns gebeten, nach dir zu sehen. Er hat sich wirklich Sorgen gemacht. Er wusste nicht, wo du hin bist. Er hat sich wirklich Sorgen gemacht. Ich verstehe. Hey, könntest du ihm etwas von mir ausrichten? Sowas wie, hier ist es echt großartig, hier nehmen wir Futter und das Wetter ist der Wahnsinn. Komm doch mal rüber und besuch mich. Gut, ich werde es ihm erzählen. Er wird sich sicher freuen zu hören, dass es dir gut geht. Dankeschön, junger Mann. Wenn ich etwas größer wäre, würde ich dir die Zange schütteln. So, damit wissen wir ja, wo der abgeblieben ist. Machen wir uns jetzt auf den Weg zur anderen La-Insel. Ah, da kriege ich gleich wieder Arg-Ambition, wenn ich hier so die Inseln sehe mit Wasser und so. Und Glitzer, Glitzer. Okay, Glitzer, Glitzer gibt es in Arg nicht, aber... Stängelkantenkraut, okay. Dün, 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 dün. So, dann jackeln wir jetzt gleich rüber zur anderen Insel. Und probieren uns an dem Kopfgeld dieses Katers hier. So. Wir speichern erstmal wieder. Und zwar auf diesem hier. So, Delle. Und dann machen wir hier Glitzer, Glitzer nehmen wir natürlich wieder mit. Und... Ja, der Miaudegen. Wir probieren uns am Miaudegen. Mal sehen, was uns das bringt. Ein Raubkätzchen, ein Schnurke. Ja, so sieht's aus. So, wir machen erstmal jetzt hier die anderen Buben platt, die mit ihm da rumeiern. Sehr gut. Lichtsichel, ich gebe dir auch mal Lichtsichel, du blöde Sau. Ich würde es echt begrüßen, wenn unser Felsi da vorne endlich mal Rauch bekommt. Ja. Okay, wir sehen wahrscheinlich wieder nichts. Ah, okay. Wenn unser Felsi da mal endlich sein Schutzschild machen würde. Ach, das andere kann er ja noch gar nicht. Bei den Felsis, beziehungsweise diesen Klamotten, die da, oder bei diesem Monster, das da Sven überwiegend hat, also zweimal. Das war eng. Gehe ich gern dazu über, dass die ein Locklied immer benutzen und Schutzschild.
Das in Kombination sorgt dafür, dass halt nur die angegriffen werden. Also, finde ich durchaus brauchbar. So, hier hauen wir erstmal wieder noch ein bisschen auf Backe. Mein Gott, der hält aber auch was aus, ne? Es ist bombfortionös. Ja genau, wir machen mal Steinwurf, warum nicht? Ja, ja, es geht, ich hab's mitgekriegt. Machen wir den Wichti wieder rein und der macht das dann. Oh, der sah schmerzhaft aus. Und da war er weg. Ja, natürlich, ich dachte, die blöde Sau, die Kugel weg. Ja. Ja, entschuldige dich, dass du mir die grüne Kugel geklaut hast, du Sau. Also, das Monster, kein Problem. Außer gezeichnet. Dann werden wir jetzt erstmal wieder ins Schiffchen und zur anderen Monsterjagd, die hinter der Insel auf uns wartet. Wo schwirrt er denn rum? Da schwirrt er rum. Wir speichern nochmal. Wieder auf der 1. Wieder auf der 1, habe ich gesagt. Bei den Monsterjagden kann dem schnell auch mal was eben fix in die Hose gehen. Und aus dem Grund machen wir das mal lieber so. So, dem Waldschrat machen wir jetzt platt. Der Walter ist alleine. So, hier. Hauen wir wieder unseren Ette rein. Ah, sehr gut. Das Feuer ist durchaus brauchbar. Ah, ich glaube, das dürfte auch locker hinkriegen. Sehr gut. Hau mal hier Terror rein. Oh, sehr schön. Der hat auch irgendein Schwachpunkt, was schlecht. Also irgendwas, wahrscheinlich irgendwas Feuermäßiges. Wir machen mal dunkler Fluch. Keine Auswirkung, okay. Okay, Trompi ist definitiv keine gute Wahl. Oh, das war eng. So, weiter geht's. Ja, da ist der Platz. Sehr schön. Die Monsterjagd ist also auch kein Problem. Da war er Oppe. Und wieder noch eine Monsterjagd erledigt. Level up, sehr schön. Ja, so, wir begeben uns jetzt auf den Weg nach Laguna. Da müssen wir ja so die Quest abzugeben. Und dann können wir gleich mal beim Monsterjagd Express vorbeischneiden. Und ab raus. Jetzt geht's wieder ab in die Badeklamotten. Zitterle. So, wir schauen erstmal beim Auftragsexpress vorbei. Ja, ja. Wir möchten gerne Prämien einfordern. Ein Giftkniffstein. Damit können wir die Attacke Giftkniff lernen. Ja, ja. Karte. Sehr schön. So, hungriges Seemonster. 800 und der Walzahn. Ist jetzt super geil, weil wir den jetzt doppelt haben. Egal, wir werden den schon irgendwie gebrauchen können. Monsterjagden. Eine ist noch aktiv. Belohnung abholen. Eine Karte haben wir. Nö. Ja, ja, Anschlagtafel. Wir gucken auch mal eben drauf. Oh, da sind neue. Überwiegend im Feenforst. Feenforst. Händler-Ehepaar ist in Hihiti. Eine Feen scheint etwas in Panik. Ja, ja. Feen in Hihiti scheint es nicht gut zu gehen. Goldhain herrscht wieder Friede. Auch die Feen sind zurück, aber etwas trübt die Stimmung. Ein Mann, der den. Ja, ja, okay. Nein, nicht schon wieder. Ein Mann, der den Feenforst besucht hat, etwas verloren. Wir wissen doch alle, wer das ist.
Bullshit. Ich habe gelesen, ihr seid in Hiti, aber ihr seid hier. Entscheidet euch. Ja, ja, ich bin immer tired. Ich bin tired of this shit hier. So, wir geben jetzt noch auf jeden Fall die Krabbe ab. Und dann ist es auch schon wieder Zeit, Tüdelö zu sagen und so. Südalle, hi. Wir brauchen wieder Naturnähe. Wir haben einen verschollenen Freund gefunden, Krabbe. Wirklich? Habt ihr ihn mitgebracht? Ja, also... Erzählen wir dem ganzen Rhabarber da. Er ist also auf einer Wüsteninsel gestrandet. Scheint ihm nicht alles schlecht zu gehen. Ja, warum gehst du nicht zu ihm? Gehst du ihn nicht besuchen? Ihn besuchen? Ja, vielleicht sollte ich das. Schließlich hat er mich eingeladen. Hör mal, vielen Dank, dass du ihn gefunden hast. Hier, für dich ist das Mindeste. Immerhin. Und noch wichtiger, Stempel. So. Ja, wie gesagt, dann sage ich an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Ni No Kuni. Da werden wir uns wahrscheinlich dann im Feenhorst direkt wiedersehen, da werde ich noch im Offscreen hinlaufen und ja, dann werden wir da mal ein bisschen die Gegend unsicher machen, würde ich sagen. Und ja, lasst mir in den Kommentaren, was ihr mir in den Kommentaren lassen wollt, also alles below lassen, was ihr below lassen wollt, das funktioniert schon. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!